Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe mit Tier richtig meistern. Diese Videoreihe ist absolut essentiell für alle, die besser werden wollen. Warum? Weil sich die meisten einfach keine Zeit fürs Mittier nehmen und schnell durchgrinden hin zum 10er Panzer. Dieser Denkansatz ist aber definitiv falsch. Ich habe das ja leider auch jahrelang falsch gemacht, aber naja. Letzten Endes, irgendwann kommt man mal zu dieser Erkenntnis. Viele neue Spieler denken, dass man als 5er Panzer in einem 7er Gefecht absolut nichts reißen kann. Das ist Blödsinn. Das werdet ihr auch gleich sehen im ersten Replay. Da fahre ich nämlich in einem 5er Medium durch die Gegend. Natürlich hat man als Low-Tier gravierende Nachteile, aber das heißt nicht, dass man machtlos ist. Man muss sein Spiel dementsprechend anpassen, vorausschauend spielen, Situationen richtig einschätzen und vor allem auch HPs schonen. Genau dieses Können werdet ihr im High-Tier aber brauchen. Ihr müsst lernen, euer Spielverhalten den Gegebenheiten anzupassen. Ich möchte euch mit dieser Videoreihe ganz viele verschiedene Replays zeigen, euch Tipps und Strategien an die Hand geben, wie man sich im Mittier verhält und wie man besser wird. Sorry, aber wer im Mittier nicht gut ist, der braucht eigentlich auch gar nicht erst ins Hightier wechseln. Ich weiß, im Hightier gibt es die interessanteren Panzer, aber was bringt einem der beste 10er Panzer, wenn man ihn ständig falsch spielt? Wie man einen Panzer richtig spielt, das lernt man aber am besten im Mittier. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch. Versucht doch mal ein paar 5er Panzer zu 3 marken, egal welche. Wer das schafft, muss konstant gute Leistungen bringen, auch in einem 5er Bereich. Es ist jetzt nicht mega schwer, aber trotz alledem, um 5er zu 3 marken, muss man schon eine gewisse Konstanz an den Tag legen. Und diese Ernsthaftigkeit überträgt sich dann aber auf euren Spielstil und wird ebenso euer Spielverhalten prägen. Diese Grundregeln sind elementar wichtig, wenn ihr im High-Tier mehr Erfolg haben wollt. Ich sage jetzt mal so 5 Punkte, die ich mir mal so rausgesucht habe. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr, aber diese 5 habe ich jetzt mal rausgesucht. Erstens, die Panzerklassen richtig spielen. Ein Medium wie ein Medium spielen, ein Heavy wie ein Heavy, TDs wie TDs, Lights wie Lights. Zweitens, vorausschauend spielen, also das Spiel lesen. Das ist so etwas, wo man wirklich sehr viel Erfahrung braucht. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist ultra wichtig. Und wenn ihr sowas versucht im 10er Match zu lernen, viel Erfolg. Das wird nicht funktionieren. Drittens, Spielsituationen richtig einschätzen. Damit meine ich auch vor allem flexibel sein. Wenn man merkt, man kommt jetzt auf einer Flanke nicht durch und man hat einen halbwegs mobilen Panzer, einfach mal die Flanke verlegen. Immer auf die Minimap schauen, das ist super, super wichtig. Und von daher flexibel im Kopf sein, gucken, wenn man an der einen Stelle nicht weiterkommt, wo kann ich vielleicht an einer anderen Stelle von der Map ja, mehr reißen und mehr zum Sieg beitragen. Viertens. Und das ist im Mittier lebensnotwendig, vor allem wenn ihr Low-Tier seid, ist aber auch im 10er-Bereich wichtig. Und zwar HPs schon. Bleibt am Leben, haltet eure Tröte im Spiel. Auch wenn ihr nur noch ein paar HPs habt, ist scheißegal, ihr könnt immer noch Schaden machen, auch mit einem HP. Das ist super wichtig und gerade im Mittier, wenn ihr Low-Tier seid, lernt ihr das an allererster Stelle, wenn ihr konstant Leistung bringen wollt. Und da sind wir schon beim 5. Punkt und das ist Konstanz. Das ist ultra wichtig. Wenn ihr wirklich mal konstant gut spielt und einen Panzer 3 marken wollt, dann werdet ihr das merken. Man 3 markt auch keinen 5er Panzer, wenn man nur jedes 5. Spiel sich Mühe gibt. Das kriegt auch im 5er Bereich nicht. Also man muss dann einfach seinen Kopf einschalten, konzentriert sein. Wer da natürlich keinen Bock drauf hat und einfach nur so rumjodeln will, ist absolut in Ordnung. Das Replay ist ja an die Leute gerichtet, oder nicht das Replay, das Video ist an die Leute gerichtet, die besser werden wollen. Und wenn man halt einfach nur rumjodeln will und hat da Spaß dran, ist es in Ordnung. Habe ich auch jahrelang gemacht. Überhaupt kein Problem. Also,
In der heutigen Ausgabe habe ich 4 Replays vorbereitet, die ich gemeinsam mit euch analysieren möchte. Ich versuche euch jeden Gedankengang im Replay zu erklären und wer Fragen hat, kann sie gerne in die Kommentare posten. Ich würde sagen, dann legen wir mal los. Viel Spaß. Jo, also, wer jetzt hier die Killerrunde vor dem Herrn erwartet, der ist eventuell enttäuscht. Das waren am Ende jetzt keine abartig hohen Schadenswerte, die ich hier rausgefahren habe. Aber so viel sei vorweggenommen, ich stand am Ende oben auf dem Board. Ja, wie kann man sowas machen? Also, ich habe mir jetzt hier das Setup angeschaut und wie ihr jetzt seht, ich bin halt eben hier Low-Tier, 5er Medium in einem 7er Gefecht. Das sind sehr viele Heavies. Also, was mache ich? Ich fahre halt eben nicht in die Schlachtergasse, sondern, weil da bin ich mit meinem 5er Medium absolut nicht richtig platziert. Da kann ich nichts reißen, da stehe ich frontal gegen die 7er Heavies. Und von daher versuche ich jetzt hier ein bisschen Licht zu machen, fahre halt am See lang. Und ja, probiere hinter dem Stein in Deckung zu gehen. Es ist ein Light auch noch im Gegnerspiel, im Gegnerteam, der kann mich natürlich outspotten. Und genau hier in dem Stein solltet ihr in der Regel stehen bleiben. Jetzt habe ich die Ration reingehauen. Dadurch, dass der Panzer hier relativ schnell ist, bin ich hier vorgefahren. Da geht schon der erste auf. Ich wollte einen Tracken und Schaden machen, hat leider nicht geklappt. Aber so konnte ich ihn zumindest auf Kette setzen. Und mein Team hat ihn weggerauscht. Ja, also von daher schon mal okay, ich bin noch offen, bleib jetzt hier. Jetzt sind hier leider 2 Kollegen noch und noch einer. Also jetzt sind wir hier zu viert. Das ist jetzt denkbar ungünstig. Nichtsdestotrotz heißt es bei sowas halt nicht den Kopf verlieren. Jetzt ping ich hier in die Stadt, damit die Leute, die jetzt hier auf B5, 6 rumschimmeln, halt eben durchpushen. Weil das ist mega wichtig, wenn ihr die Pose hier habt, dass auch von eurem Team welche in der Stadt sind. Weil sonst könnt ihr von der Stadt aus ganz easy abgefarmt werden. Wenn die Mitte dann keiner besetzt bei E9, dann seid ihr Fischfutter. Und da das keiner gemacht hat, habe ich jetzt gesagt, okay, ich wollte erst zurückfahren, jetzt drücken die aber durch und man sieht auf der Minimap, und das ist das mit Spielsituation richtig lesen, dass das Gegnerteam schon durchgebrochen ist. Also bei EF2, ihr seht es ja, die sind durch, die stehen schon bei uns in der Base. Unser Team drückt jetzt hier durch. Es ist eine etwas chaotische Runde, aber das ist das, was ich meine, flexibel bleiben. Ich wollte eben noch zurückfahren, weil ich gesehen habe, die Stadt ist verloren, da ist keiner, aber es ist auch vom Gegner keiner. Der Gegner hat im Prinzip genau das Gleiche gemacht wie wir. Wir sind durchgedrückt, nur am See, und die sind halt eben die Zweierlinie durchgepusht. Also was mache ich jetzt hier? Ich sehe, der zielt nicht auf mich, der zielt auf die Jungs vor mir. Und so schieße ich immer, gehe in Deckung, fahre zurück, schieße, fahre zurück. Das ist ein 7er. Ich weiß nicht, ob ich auf den probiert habe zu schießen. Ja doch, so wie er steht, könnte dann seitlich penetrieren, hoffe ich. Genau. Er hat keine Augen für mich. Er guckt auf die anderen und von daher immer hier an dem Stein, den Stein als Deckung nutzen, probieren auf Kette zu setzen. Jetzt guckt er zu mir, aber da ist er auch schon tot. Da steht jetzt hier so ein IKV und der steht jetzt für mich natürlich blöd, weil ich dem genau, er könnte mich treffen, aber auch er wird schon wieder abgerauscht. Was passiert als nächstes? Ja, da ist ein T-34, 85. Oh, da hinten ist ein AT-7. Da muss man natürlich gucken, dass man auf die Cupola schießt. Das ist der Weakspot. Aber so wie er jetzt steht, auch hier wieder, er hat keine Augen für mich. Man sieht ja, wo er hinschießt. Er schießt immer woanders hin. Und von daher kann man ihn eigentlich easy abfarmen. Jetzt ist es leider so, es ist keiner zurückgefahren. Warum habe ich euch jetzt die Runde gezeigt? Ganz einfach, weil mehr war in dem Moment nicht drin. Ich muss euch ja nicht immer, oder gewinnen wir es am Ende doch noch? Ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich muss euch ja auch nicht immer die krassesten Runden hochladen, die besten und überhaupt, aber ich glaube, nee, wir werden es wohl verlieren, oder? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ja. Wir haben es verloren, ne? Genau. Mehr war in dem Moment nicht drin. Und nichts, also seht ihr, ich war sogar noch auf dem Board. Mit einem 5er Medium in einem 7er Spiel. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann sich das ja auch nochmal in Ruhe anschauen. Aber das ist sowas. Viele sehen dann, oh, ich bin 5er Medium, bin in der 7er Runde, da schmeißen sie ihren Panzer weg und probieren keinen Schaden zu machen. So habe ich 2000 kombiniert gemacht, ne, 1500 selbst
500 Spotting, sogar 2100. Und bei mir im Team war ich jetzt eben oben. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich versucht habe, eben mit Tieren zu spielen. Und genau sowas, das ist halt eben wichtig. Und wenn ihr das nicht im Mittier lernt, dann werdet ihr es im Zehner oder so im High-Tier erst recht nicht lernen. Weil da wird jeder Fehler bestraft. Also, würde ich sagen, gucken wir uns mal das nächste Spielchen an. Hier sind wir jetzt im T3485. Jetzt bin ich ein Sechser und bin in der Siebener Runde. Das heißt, ich bin mit Tier im Mittier sozusagen. Was gibt es jetzt hier zu beachten? Also es sind auch wieder ganz viele Siebener Heavys. Im Gegnerteam ist eine Arti, es ist kein Light im Team. Also was mache ich? Ich probiere jetzt, also ich habe hier hingepinkt, dass die Heavys da hinfahren. Auch da wieder kann man hinfahren mit dem Medium, keine Frage. Ist möglich. Aber ich habe probiert, die Jungs zu beschießen, die auf der Querfahrt sind. Also von denen ihrer Base auf die 8er, 9er, 0er Linie. Im besten Fall macht vielleicht irgendeiner was auf. Oder mit ein bisschen Glück kann ich sogar einen spotten. Also fahre ich jetzt hier an die Kante. Fahre den Baum mit Sicherheit noch um, einfach um Deckung zu haben. Ja, habe ich auch gemacht. Jetzt bin ich leider auf, weil er halt hier mich jetzt gespottet hat. Aber ich bin nicht anvisiert. Trotz alledem natürlich erstmal gleich in Deckung fahren. Er hier mit dem T20 hat es ja besonders eilig scheinbar. Bin ich wieder zugegangen. Da oben ist ein Ziel. Da ich jetzt hier nicht die Zeit hatte, habe ich mit Auto-Aim geschossen. Wenn ihr es richtig machen wollt, nehmt ihr euch die Zeit und aimt ein. Wie gesagt, ich mache logischerweise auch viele, viele Fehler. Und in dem Fall hat es jetzt geklappt, aber normalerweise würde ich euch empfehlen, einzuvisieren, wenn ein Panzer auch relativ schnell den Zielkreis zusammenzieht. Bei dem ist es, glaube ich, sogar so, hätte ich normalerweise auch die Zeit gehabt, halt eben ruhig einzuvisieren. Weil ich war in dem Moment auch noch zu. So, da habe ich jetzt eben auf den Turm seitlich gezielt. Und so sind es jetzt 385 Schaden. Und 223 Spotting. Es sind noch 14 Gegnerpanzer im Spiel. Ich bin anvisiert, da habe ich einen Blindshot gemacht und gehe aber gleich wieder in Deckung. Ich bin weiter anvisiert. Rechts ist einer vom Gegner, der ist aber hinterm Hügel. Und von daher bin ich jetzt hier so im Moment erstmal noch safe. Der T20 wiederum ist echt nervig. Der hat es eigentlich ganz gut gemacht, weil er uns hier ständig aufgehalten hat. Aber jetzt zum Beispiel seht ihr auf der Minimap, dass alle auf der 2er, 3er, 4er, 5er, 6er Linie sind. Rechts an der Flanke ist alles frei. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich gemacht habe. Ich habe hier ein paar Replays genommen, wo ich weiß, dass das gute Runden waren. Aber ich habe die jetzt auch nicht geguckt. Genau. Okay, was mache ich? Logisch, genau. Kann ich absolut nachvollziehen. Im Nachhinein jetzt so betrachtet, ja, war auch ein guter Move. Weil über den Berg kommen ja jetzt dann die ganzen 7er Panzer. Und die stehen frontal vor mir. Ich gehe auf und kassiere wahrscheinlich Schellen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, auf Distanz zu spielen. Ihr seht es an der gestrichelten Linie. Ich bin jetzt zwar hier nicht durchgekommen, habe aber auch nicht so richtig sauber eingeaimt. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser schießen können. Verziehe mich aber und versuche, jetzt Panzer zu treffen, die keine Augen für mich haben. Sprich, die auf irgendwas anderes gucken oder so wie der irgendwie quer fährt. Manchmal braucht man halt eben auch ein bisschen Geduld. So, da könnte man jetzt wahrscheinlich was machen. Nein, dann war wieder ein Haus davor, aber da ist doch ein Punkt. Jetzt auch nicht. Gut, ist ein 7er, ist ein 7er. Jetzt aber, oder? Jetzt fährt er quer, genau. Jetzt könnte ich mir eine geben. Und jetzt, wenn ich auf der Oberwanne durchkomme... Ah, leider wieder nicht. Aber jetzt quer. Ja, genau. Ich bin auf und da muss man sich natürlich dann auch irgendwo verpissen. Jetzt steht es 7 zu 11. Sieht alles andere als gut aus. Ah, Auto, ey, um Gottes Willen. Unterwanne. Er hat jetzt aber, jetzt winkelt er an. Trotzdem durchgekommen. Okay. Nehme ich natürlich mit. Schwere ich mich nicht jetzt. Und das ist das hier jetzt. Wäre ich da vorne stehen geblieben, wäre ich jetzt tot.
Ich habe mich aber verlegt. Ich kann hier schießen, ohne aufzugehen. Er kann zwar grob abschätzen, wo ich stehe, aber bis er das rausgefunden hat, ist er tot. Jetzt verpisse ich mich hier hinter das Haus. Ich weiß nicht, ob ich hier aufgehe. Nein, gehe ich nicht. Die gestrichelte Linie ist zwar knapp davor. Habe ich da noch einen Blindshot? Nee, habe ich nicht. Steht 4-8. Das Spiel ist, denke ich mal, jetzt verloren. Hier habe ich den nächsten. 4-7. Und das ist das, was ich meine. Flexibel bleiben, Spiel lesen und sich halt eben auch dann verlegen. Na, jetzt bin ich leider aufgegangen. Der Medium, der da quer gefahren ist, wird mich wahrscheinlich aufgemacht haben. Aber er hat keine Augen für mich. Und so kann ich ihn auch rausnehmen. Jetzt steht schon wieder 4-6. Könnte vielleicht sogar doch noch was werden. 2100 Schaden, 5 Kills. Ist auf jeden Fall schon auf jeden Fall eine gute Runde. Da kam jetzt ein Blindshot. Und da steht wieder einer. Sauber ein-Aim. Und gut, ah, da hätte ich jetzt eigentlich zurückfahren müssen. Naja. Dass der durchgeht. Okay, ja, war ja, war ja. Ja. Oh, jetzt zeigt immer noch die Seite. Oh, da hätte ich schießen müssen, Mensch. Oberwanne. Ja, Oberwanne hat geklappt. Voll eingeaimt. Und jetzt steht schon 4-3. Ich bin aber offen. Irgendwo muss noch der Medium sein. Der Heavy wurde eben gespottet auf D4. Also schaue ich mal, wo der sich rumtreibt. Wahrscheinlich ist er hier irgendwo. Ich habe jetzt auch eben nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob ich im Spiel drauf geachtet habe. Aber kann ja eigentlich logischerweise nur noch da sein, weil unser Team ist jetzt hier die rechte Flanke mehr oder weniger durchgedrückt. Und da, nee, das ist der Heavy. Da ist er, der Medium. Oh, der ist noch full live. Das könnte funktionieren, ja. Und in so einer Situation müsst ihr jetzt auf jeden Fall aufrücken. Auf gar keinen Fall hinten stehen bleiben. Weil ihr merkt, unser Team treibt die Meute sozusagen vor sich her. Es ist jetzt klar, dass das Gegnerteam nur noch oben links in dem Kartenviertel sein kann. Auch 7er Heavy. Unterwanne? Ja, sehr schön. Konnte ihm nochmal eine drücken. Oh, jetzt fällt er auch nochmal quer. Ah, schade. Da oben ist dann nochmal der Medium. Ich bin aber immer noch zu. Und bleib hier auf Distanz, fahr nur die Bäume um, wegen der Tarnung halt eben. Und hoffe halt, dass jetzt einer einen Fehler macht und hier über die Kuppe drüber fährt. Vom Gegner zumindest, leider macht es von uns einer. Das war jetzt natürlich nicht so gut, der hätte ihn kommen lassen müssen. Das wäre auch sowas, der in dem Medium, wenn der sieht, dass ich ihm hinten Rückendeckung gebe, kann er doch vor der Hügelkuppe warten. Weil normalerweise werden die Leute dann irgendwann unruhig und verlieren die Geduld. Und dann prescht er drüber, dann hätte der Medium ihm eine geben können, von mir dann nochmal einen Schuss gefahren. Und dann sieht die Sache schon wieder anders aus. So, habe ich da einen Schusskanal? Ich warte, bis der Zielkreis komplett zu ist. Oder klein, besser gesagt. Nee, keinen Schusskanal bekommen. Und jetzt dachte ich mir, komm, gehen wir mal auf die AT. Oh, da habe ich gesehen, wo der Schuss herkommt. Ich muss mal einen Schluck trinken. Im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, hätte ich eigentlich rechts dann vielleicht versuchen müssen einzugreifen. Na gut, okay, ich habe die Arti rausgenommen. Wie man es macht, ist falsch. Jetzt ist nur noch der 5er Medium im Spiel. 3000 Schaden, 8 Kills, das ist definitiv eine super Runde. Ja, und ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, außer dass man halt irgendwo versuchen muss, die Spielsituation zu erkennen und demzufolge dann halt eben sein Spielverhalten an das anpassen, was der Gegner ihm anbietet. Ja, und dann war es der 9. Kill. Also, alles in allem, auf jeden Fall eine gute Runde, auch wenn ich kein Top-Tier war und ja, 3100 Schaden. Ganz ehrlich, das mache ich manchmal in einem 10er-Panzer auch nicht. Also von daher,
kann man auch in einem Fünfer oder in einem Sechser oder in einem Siebener Panzer ordentliche Werte zusammenfahren. Und es macht auch Spaß, meiner Meinung nach. Gut. Gibt es da noch irgendwas Wichtiges zu erwähnen? Nee, ich glaube nicht. War eigentlich relativ ausgeglichen. Bis auf einen haben alle Schaden gemacht. Ja. Ist doch eigentlich eine gute Runde gewesen. Gut. Dann kommen wir mal jetzt hier zu einer Runde. Und zwar im 7er Light. Im T71 CMCD. Da bin ich jetzt Top-Tier. Und im Gegnerteam ist ein T37 und ein LTG. Gibt es irgendwas zu beachten? KV1, gut, eventuell mit Derpgun ausgestattet, ist keine Atti dabei. Aber der Basotto. Der Basotto, ihr habt ja das Video von mir, glaube ich, oder hoffentlich gesehen. Das ist ein ganz mieses Viech, mit dem will ich mich nicht anlegen. Genauso wie mit dem Uni, auch eine Derpgun. Das sind so Gegner, um die kümmere ich mich dann in der Regel später oder wenn sich halt eben eine Möglichkeit ergibt. Achso, ich glaube, hier hatte ich jetzt... Hier war irgendwie... Ich musste einen Controller wechseln oder ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendwas am Handy geguckt. Ich bleibe jetzt hier, glaube ich, gleich stehen. Das müsste doch die Runde gewesen sein, oder? Ja, genau. Also normalerweise wäre ich jetzt an die Windmühle gefahren und hätte schon mal einen First Spot gemacht. Das mache ich aber jetzt wohl, genau. Aber die ersten Informationen haben wir schon. Alle drei Lights vom Gegner sind rechts, was natürlich auch nicht gut ist. Oh Gott, stimmt, das war die Aktion. Oh Gott. Also, so sollte man nicht versuchen, hier hochzufahren. Wie schäbig. Ja, das seht ihr mal auch. Bei mir klappt definitiv nicht alles. Jetzt bin ich auf, okay. Der Basotto, der miese Hund, hat mich outspottet. Und von dem möchte ich definitiv keine Schelle fressen. Jetzt habe ich hier den Tee, den Heavy aufgemacht. Konnte ihm noch einen Schuss geben. Fahr aber direkt in Deckung. Hab die Ration reingehauen und jetzt sehe ich, okay, jetzt kommt von da einer. Ich bin mit dem Panzer auch schon lange nicht mehr gefahren. Ihr merkt es auch gleich, ich komme jetzt hier auch mit der Steuerung irgendwie nicht klar. Also hier jetzt auch, da wusste ich dann teilweise gar nicht mehr, ist mein Panzer, fährt er jetzt vor oder zurück. Also entweder war da was kaputt oder das Ding schlingelt so ein bisschen. Von Fahreigenschaften, ja, muss man sich, glaube ich, an das Teil noch ein bisschen gewöhnen. Nichtsdestotrotz war die Runde am Ende auf jeden Fall gut. Bisher ist es mega überschaubar, gerade mal 300 Schaden. Aber ich habe noch alle HPs. Und ja, jetzt konnte ich nochmal einen Schuss mehr machen. Wunderbar. Konnte ihm nochmal eine drücken. Bin anvisiert, nutze hier immer diese Vegetation. Oh, das war jetzt nicht so clever. Ja. Naja. Da wäre ich besser in Bewegung geblieben. Ach nee, stimmt. Ich habe es nicht gemacht, weil von da die anderen Panzer kamen. Ich konnte nicht am Haus vorbeifahren, von daher war ich da so ein bisschen festgezogen. Und jetzt beim Zurückfahren, seht ihr das? Ich gucke mit der Kamera nach hinten, um zu sehen, dass immer das Haus zwischen mir und den drei Panzern ist. Sowas ist auch super wichtig. Wenn ihr seht, da kommen drei Gegner und ihr habt eine Möglichkeit, eine Deckung zu nutzen, in dem Fall war das ja das Haus, dann nutzt es. Hier konnte ich nochmal eine austeilen, wunderbar. Und dann ist aus dem schlechten Start mittlerweile schon etwas besserer geworden. 1200 Schaden. Und es steht 13 zu 12. Also noch alles drin. Noch nichts verloren, noch nichts gewonnen. Da hinten ist der Uni. Dem wollte ich eh aus dem Weg gehen. Und jetzt sehe ich halt, okay, jetzt Minimap, ne? Gegnerteam ist auf der 3er, 4er, 5er Linie durchgedrückt. Was mache ich jetzt? Ich verlege mich jetzt komplett zurück und versuche die zu outspotten, damit die Panzer, die bei uns in der Heavy-Gasse stehen, also bei E9, eventuell zurückkommen und dann auf die schießen können. Und wenn es von denen keiner macht, dann mache ich es halt eben selber. Das war so der Plan dahinter. Dummerweise bin ich nicht ganz bis zum Kartenrand gefahren, sondern ich war zu weit vorne. Ihr seht es auch an der gestrichelten Linie. Ich hätte noch
einige noch ein komplettes Quadrat weiter nach unten fahren können, also sprich auf K, ganz ans Rand, an den Rand von K, habe ich leider nicht gemacht. Ja, das mache ich aber jetzt, glaube ich. Genau, jetzt mache ich hier einen Schlenker und jetzt guck mal, wie viel Platz da noch ist. Und da hätte ich eigentlich gleich hinfahren müssen, dann wäre ich nämlich eben nicht aufgegangen. So, jetzt habe ich Heat reingeladen, einfach weil der Heavy natürlich schon eine recht gute Panzerung hat. Jetzt drehe ich mich bestimmt rum, oder? Genau. Das ist auch sowas, weil mein Plan war, wenn ich aufgehe, dass ich wieder genau dahin hinter die Häuser zurückfahre, um in Deckung zu gehen. Dann dreht ihr den Panzer so, dass wenn ihr nach vorne drückt, dass ihr nicht erst wenden müsst, wenn ihr aufgeht. Weil nach links runter zum Strand fahren macht ja in dem Moment keinen Sinn, weil da ist ja der komplette Gegnerzug. Also von daher muss ich ja da wegfahren. Und da kann man sich auch schon gleich in die Richtung drehen. So, jetzt nutze ich hier wieder die Häuser zur Deckung und fahre nicht weiter, weil ich bin offen. So können sie mich nicht beschießen. Das ist keine Arti im Spiel. Bin ich safe. Jetzt bin ich wieder zu. Jetzt gucke ich hier wieder durch. Und suche mir das nächste Ziel. So, da ist der Kollege. Ach, da wollte ich dem eine... Hätte ich dem eigentlich eine mitgeben können. Naja. Hat keine Augen für mich. Jetzt mittlerweile, wo er dann doch... ein paar hundert HPs verloren hat. Jetzt bleibe ich hier, ich gucke immer durch. Kann er mich treffen oder nicht? Kann er nicht, ich bin zu. Jetzt habe ich geguckt, habe ich da... Ne, da komme ich nicht durch. Habe ich auch keinen Schuss genommen. Also. Und dann schaue ich einfach auf, was der Nächste so macht. Er fährt quer, ich konnte ihm eine drücken. Wunderbar. Da hinten ist ein Jagdpanzer auf. Zack. Und jetzt steht es 5 zu 8. Das ist auf jeden Fall knapp. Hier ist mein Freund der Heavy wieder. Und ich bleib zu. Das ist wunderbar. Unterwanne, voll ein-aim und fertig. Und das, ja genau, der LTG war ja noch fast full life und mit dem wollte ich mich jetzt nicht kloppen. Weil der Panzer ist schon echt gut. Und da dachte ich mir, ich kann ihn vielleicht von der Distanz schon mal so ein paar HPs mopsen. Dass, wenn ich in den Infight gehe, was ich jetzt logischerweise gleich mache, weil ich wollte dann hier meinem Kollegen helfen im Heavy, dass ich einen HP-Vorteil habe, wenn ich gegen den antrete. Und jetzt hat aber der Heavy ihm schon eine gegeben. Und jetzt weiß ich, okay, Rambazamba. In dem Fall versuche ich natürlich dem Heavy zu helfen. Ah, leider nur getrackt. Hat keine Augen für mich und der Heavy nimmt ihn raus. Wunderbar. So, da kommt ein Light wieder. Ich mache mal ein paar Schlenker, einfach weil ich nicht weiß, wie er auf mich zielt. Ist nur ein 5er Light, das heißt, man kann den auch rammen. Und dann habe ich ihn jetzt hier... Also irgendwie die Kanone, ihr seht es auch, ich bin mit dem Ding nicht wirklich klargekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie vom Fahrverhalten und von der Kanone irgendwas ist da anders. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe mit dem Ding auch noch nicht so viele Runden gedreht. Vielleicht 10 oder so. Und die letzte Runde davor war schon, ich glaube, einige Monate her. Und von daher gurke ich hier manchmal ein bisschen seltsam rum. Das ist immer wieder bei einem Tipp von mir. Fahrt nicht 100 verschiedene Panzer am Tag, sondern nehmt euch einen Panzer und macht mit dem so viele Spiele, wie ihr Bock habt. Im besten Fall 2 oder 3 Panzer nehmen. Wenn ihr sterbt im Gefecht, dann habt ihr noch 2 in der Garage und könnt so immer spielen. So, und jetzt bin ich hier und versuche halt eben da nochmal einen Schuss zu nehmen. Wunderbar. Ich weiß aber, der Basotto steht da hinten irgendwo bei B89 und deswegen... habe ich mich direkt verpisst. Jetzt macht er natürlich einen Riesenfehler, jodelt da runter, weil er den Heavy geiern will und gibt mir natürlich die Möglichkeit, ihn jetzt hier zu finishen. So kann ihm der Basotto von hinten nicht helfen. Er ist hier unten in der Kuhle drin, ist auf sich alleine gestellt und hätte besser machen müssen. So, jetzt sind noch 2 im Rennen. 3600 Schaden, 5 Kills. Mir geht es jetzt hier nicht darum, mich selbst zu beweihräuchern. Ich will euch nur mal zeigen, wie man mit hier spielen kann.
Macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich meine Scheißrunden hochlade. Da kann ich euch ja nicht zeigen, wie man es gut machen kann. Aber ich habe definitiv auch viele Runden im 5er oder im 6er oder im 7er Bereich, die halt eben nicht funktionieren. Ist ja auch klar. Und hier probiere ich beim Basotto auf jeden Fall mit dem zu bleiben. Und jetzt ist er dann natürlich hin. Sobald er neben den kommt, er hat keinen drehbaren Turm. Ja, dann ist er halt eben im Arsch, auf Deutsch gesagt. So, jetzt steht es One vs. One. Der letzte Gegner ist im Spiel. Ich war noch offen, deswegen bin ich so weit weggefahren. Und damit er nicht weiß, wo ich langfahre. Hier bei dem Italiener, bei dem 5er Jagdpanzer zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden der macht. Ich habe den nicht. Ich habe den 5er übersprungen. Ich bin dann gleich auf dem Basotto, weil ich von anderen Leuten gehört habe, dass der 6er so stark sein soll. Ich weiß es nicht. Und von daher habe ich mir halt nur gedacht, okay, eine Schelle kann ich mir mit Sicherheit fressen. Ich habe 475 HP. Im besten Fall zwei, da geht er auf. Auto-Aim einmal drauf. Regelt, er steht. Und nochmal einen hinterher gewichst, jetzt steht er wieder da. Und dann konnte ich ihn rausnehmen. Aber er hat mir dann trotzdem nochmal ein oder zwei geben können. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall eine gute Runde. Und ja. So kann man im Mid-Tier erfolgreich Light spielen. Wenn euch das alles zu schnell geht, dann sagt mal, ich habe ja auch mal in irgendeinem Livestream, glaube ich, gesagt, dass ich vielleicht so ein Replay auch nochmal dann immer auf Pause drücke und dann so eine Slow-Mo-Variante irgendwie mache. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann nicht zu langweilig wird. Also wenn das dann von 100 Leuten nur drei sehen wollen, dann macht es halt keinen Sinn. Wenn der Bedarf da ist, schreibt es, dann mache ich das mal. Einmal kann man das ja mal machen. Aber ich denke, da geht dann auch so ein bisschen, das wird mir dann zu strategisch. So ein bisschen Spielspaß wollen wir ja auch noch haben. So, das ist jetzt dann, glaube ich, mein letztes Replay. Genau. Da bin ich jetzt hier im Typ T34 unterwegs. Wie ihr seht, auf Highway. Ich bin Top Tier. Es sind zwei Artis im Spiel, es sind ein paar Lights dabei, so ein Stuck, der ist ätzend. Panzer 5-4 hat ja so, ist auf jeden Fall mega stark, aber hat ja diesen gravierenden Vorteil, den er durch seine HPs hat, ein Stück weit verloren. Nicht, weil er weniger bekommen hat, sondern weil andere Mediums oder generell andere Fünfer halt eben ordentlich HPs dazu bekommen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein... Ja doch, das müsste ein neueres Replay sein, weil ich glaube, dass der Typ 34 vorher keine 635 HP hatte. Der hatte, glaube ich, nur 500 oder 550 oder so. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich fahre hier in die Mitte, schätze ich jetzt mal, da bei E4. Der Light ist ein bisschen sehr zurückhaltend. Ja, genau. Also die Pose hier ist generell gut. Wenn ihr einen Panzer habt mit einem guten Tarnwert, auf keinen Fall mit dem Heavy hier hinstellen. Mit dem Heavy würde ich euch eigentlich empfehlen, in die Stadt zu fahren. So, und jetzt bleibe ich hier mal stehen. Hab sogar schon einen spotten können. Fahre den Baum extra mal um, in der Hoffnung, dass da vielleicht nochmal jemand schießt. Und ab geht's ans Abfahren. Jetzt muss man natürlich gucken, im Mid oder im Load hier auch. Es ist nicht so, dass ihr da eine Schelle austeilt und habt dann 8 Sekunden Ruhe für einen Reload. Je schneller man schießen kann, desto mehr Aufmerksamkeit erregt es natürlich. Und letzten Endes ist es natürlich auch so, dass ein Gegner, der ständig sieht, wo die Schüsse herkommen, dann normalerweise, also ein guter Gegner, der ballert da auch mal blind rein. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. So, jetzt hier Panzer 5-4. Durch die Vegetation habe ich nicht wirklich sehen können, wo da jetzt so ein bisschen Sand ist oder nicht. Aber er hat es immerhin durchgeschafft. Und unsere beiden Lights ja, bleiben hinten stehen und machen halt leider kein Licht. Da aber noch 1, 2, 3, 4 Jagdpanzer im Spiel sind, in der Stadt scheinbar vom Gegner keiner oder wenig sind, ist ja klar, dass das komplette Gegnerteam da oben irgendwo rumschimmelt. Von daher habe ich mich jetzt nicht gewastet und fahre jetzt nicht vorne an die Linie dran, an die 6er-Linie, da wo der Heavy steht. Sondern habe halt gehofft, dass irgendwann mal einer von den Lights seinen Job macht und Licht. So, und da geht was auf. Jetzt sind zwei Attis im Spiel. Jetzt
probiere ich immer in Bewegung zu bleiben. Der erste Schuss kommt, hat das Haus getroffen. Ich bin zu, kommen aber Schüsse, ich kassiere auch ein bisschen was, aber verleg mich. Und habe erstmal nicht geschossen, dann gemacht einen Schuss, na wunderbar. Ja, aber ich bin zu und konnte den jetzt, glaube ich, hoffentlich rausnehmen, oder? Nee, der Blindschuss ging leider vorbei. Ja, okay. Wunderbar, nehmen wir mit. Er hat keine Augen für mich, wie ihr seht. Er guckt woanders hin. Ihr seht ja, wo die Tröte hinguckt. Und bei sowas einfach draufhalten. Wenn ihr merkt, da kommen keine Schüsse rein, immer Schaden mitnehmen. Und auch das hier. Die Position ist im Hide hier genau dieselbe. Ihr könnt euch auch mit dem 10er Medium hier hinstellen. Die Posi ist einfach stark. Und sowas kann man natürlich mit hier wunderbar trainieren. Das ist jetzt 11 zu 12, ist ja der Wahnsinn. Ist noch richtig viel los. Probieren aufs erste Kettenrad. Jetzt ist er verdeckt, da komme ich nicht mehr dran. Jetzt dreht er seinen Turm seitlich. Und wie ihr seht, ich schieße sehr oft blind. Also einfach, weil mir das dann Spaß macht, wenn ich dann einen treffe, wenn er zu ist. Mir ist dann meine Trefferstatistik, ehrlich gesagt, die ist mir scheißegal. Treffergenauigkeit, weil ich so viel blind baller. Mir macht es mehr Spaß, wenn ich einen treffe, wie wenn ich jetzt eine super Trefferstatistik habe. Jetzt kommt hier der, was auch immer, Boric Joker um die Ecke. Mein Team ist hinter mir, der ist aufgegangen. Und jetzt müssten sie ihn eigentlich rausnehmen können hier. Hat aber irgendwie keinen interessiert. 10-10, jetzt ist es definitiv etwas knapper. Jetzt fahre ich hier aber nicht kopflos bis oben an die Kante, sondern bleib erstmal hier stehen, versuch Licht zu machen und probier den Meister hier irgendwie rauszunehmen. Ah, nur 74. Schade. Aber jetzt, ja. Bin ich aufgegangen. Jetzt weiß ich, dass hinten auf A2 eben der Panzer 5-4 war. Ich weiß nicht, was da oben noch kreucht und fleucht. Es sind immer noch drei Jagdpanzer im Spiel. Von daher bleibe ich erstmal hier. Drehe eine Runde und fahre. Hier ist wieder so eine Ridgeline. Ja. Da kann ich mich droppen lassen. Wenn was ist, hier sind auch Häuser. Deswegen nicht so über das freie Feld fahren. Jetzt sehe ich, da oben ist nichts. Also versuche ich eben ans nächste Haus dran zu kommen. Oder halt hier eben an die Kuppe. So, jetzt sehe ich ja, wo der Gegner steht. Gott, wo ging der Schuss hin? Da haben wir eine AT. Ja, so richtig genau ist das Ding nicht. Ich habe so das Gefühl, das ist der nächste Freund. Ja, und was man jetzt hier aus dem Replay vielleicht mitnehmen kann, ist das Aufrücken. Also Positionierung, wo fahre ich hin? Und wann rücke ich auf? Und wann pushe ich eben nicht? Also viele schmeißen ihren Panzer halt weg, weil sie viel zu früh vorne an die Kante dran gefahren wären. Von daher, ihr seht es ja, ich bin ja fast noch full live. Gut, ich bin jetzt hier auch Top-Tier, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, war es dann am Ende eine gute Runde. Leider nur getrackt. Aber jetzt, sehr schön. Aber jetzt kommt die Arti. Konnte man den auch noch rausnehmen. Prima. Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende vom ersten Teil angekommen. Gucken wir nochmal auf die Postgame-Stats. 7 Kills, 3500 Schaden. Wohlgemerkt, ein 5er Panzer, ja. Also, deswegen kann mir doch keiner sagen, dass es keinen Spaß macht. Was haben wir hier? Und genau das war was ich vorhin noch gesagt habe. Probiert doch mal die 5er irgendwie zu 3 Marken. Das macht... Das ist auch so ein bisschen Nervenkitzel. Also gerade wenn man dann irgendwie so bei 94 ist oder so und dann hat man logischerweise immer auch mal eine Scheißrunde, dann fällt man wieder runter und so. Also mir persönlich macht es Spaß. Dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann beim Teil 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Bleibt gesund und munter und bis dann irgendwann. Tschüss.